Und Matthias Killing starten mit Ihnen in die neue Woche. Wie geil du das mitsingst. Das ist ja sehr Guten Morgen, ich möchte es eigentlich jedes Mal mitsingen. Das ist ganz schlimm. Seit ich mit 4 Jahren auf der Couch meiner Oma gelegen habe. Und das Frühstücksfernsehen damals schon gesagt. Ja, natürlich. Du bist ja so jung. Als du mit 4 auf der Couch bei der Oma lagst, war das Frühstücksfernsehen schon alt. Also so lange gibt es es schon. Aber das war schön bei Oma früher, verstehst du? Da musste ich nicht um 3 aufstehen. Und da hatte ich hier nämlich kleine Obsttäppchen liegen und ein paar Zinni-Minis mit warmer Milch. Bitte was? Eine was? So war das. Zinni-Minis? Ja, bei Oma durfte ich immer Zinni-Minis. Was sind das? Raus. Da war ich vielleicht schon so 8 oder 7. Zimt Cereals. Bei Oma durfte ich immer Zinni-Minis mit warmer Milch trinken. Und die hat die immer in die Mikrowelle gepackt, die Milch. Und dann oben aber die Haut natürlich weggemacht, damit bloß nicht ekel. So Dinge? Ja. Guck, wieder was ihr lernt. Absolut. Lukas ist auch da. Einen schönen guten Morgen. Gutes Wochenende. Ja. Du hättest alles haben können, Matthias. Du wolltest nicht. Ich hatte auch ein sehr schönes Wochenende. Es war wunderbar. Ja. Ich erzähle dir gleich, was ich gemacht habe. Sommer im Herbst. Ich habe sehr wenig geschlafen. Wir kriegen das schon hin. Sommer im Herbst, liebe Zuh. Jetzt kommt Kemsu. Gemeinsamer Park. Kemsu, erfunden von Jürgen Neschede. Das müssten wir mit Lukas machen. Nee, aber diese Haargeschichte, also kennst du es ja manchmal ein Füllhorn für neue Themenvorschläge? Das sehe ich bei dir. Ja, meistens geht es dann um Beauty-Sachen und dann kommt Mathis Beauty-Palace. Nein, bin ich die Leidtragende. Ich würde ein Experte. Ich habe dich schon sehr glücklich gemacht in vielen Momenten. Enthaart, Lippen aufgespritzt, alles schon passiert. Das war wunderbar. Aber ich würde wirklich einen Experten zu diesem Thema einladen. Wir legen deine Haare auf den Tisch und dann kommt er mit diesem Hackebeil. Gino hat gerade eine super Idee, wenn du die Brüste größer machen könntest. Da wäre ich dabei. Mathis Beauty, da habe ich sogar. Ich bin gleich wieder da. Ich hole was. Gleich wieder da. In der Zeit widmen wir uns Mallorca, eine absolute Geisterinsel. Seit gut 2 Wochen dürfen aber wieder Touristen auf die spanische Insel, um eben zu urlauben. Die Biertempel allerdings, eben zwar vom geschlossenen Bierkönig zu stehen, das ist hängen geblieben bei mir. Da ist noch nicht viel Schlimmes passiert im Leben, wie schön. Ich fand das letzte Bild jetzt sehr schön, das hatte was fast Romantisches mit der Musik dazu. Ich bin direkt wieder im Download-Bereich gleich meines Handys unterwegs. Wir bleiben für ein Tattoo. Ja, zum Beispiel ein Coronavirus-Tattoo oder wie auch immer. Also 3 Menschen haben wir getroffen, die Zeit der Krise auf ihrem Körper verewigen lassen wollen. Einfach, weil das ja auch eine Zeit ist, die uns alle nicht. Aber meine, dann hätten sie das Tattoo schon. Aber wirklich. Also ja, das möchte man nicht. So in der Form kann ich das nicht. Es ist wirklich skurril. 5 Minuten nach 6. Der Urlaub in der Filmkulisse. Jetzt gibt's was Schönes, liebe Zuschauer. Sie müssen nicht nach Los Angeles. Es reicht, wenn Sie in Deutschland bleiben. Reporterin Anna Kreuzberg ist auf Deutschland-Tour und sie zeigt, wie schön und einzigartig Urlaub in der Heimat sein kann. Na ja. Ja, es kann uns Männern genauso passieren. So, Stefan Bross hat Stress, liebe Zuschauer, weil er einen Song einer bekannten Band der neuen Deutsch... Bei uns im Backstage. So, bis gleich. Kurze Pause. Sag mal, der Bauch. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Stefan Bross? Machen wir erst Stefan Bross oder erst Lukas Hauner? Nee, erst mal den Stefan. Erst den Stefan. Der hat Ärger. Und zwar mit der Band kennst du machen. Stefan Bross hat es als Parodie gesehen. Pass auf, wenn es darum geht, andere Texte auf irgendwelche Lieder zu schreiben. Lukas Haunerland, säße schon im Knast? Der ist sowas von... Freuen wir uns drüber. So, dann haben wir noch mehr in Backstage, und zwar jetzt. Riccardo Simonetti räuchert die bösen Kommentare aus dem Netz. So, das sind wir wollten zwischendurch auch mal kurz Hallo sagen. Wir vermissen Sie dann immer sehr, liebe Zuschauer. Fun Facts über das wunderschöne Güte. Aus Nordrhein-Westfalen. Du gehst einfach mit, weil sie... Artisch, oder? Der Braukeller, weil ich würde sagen, das Freudenhaus. Ah, würde ich auch sagen. Bin auch beim Freudenhaus. Schon wieder A. Ist der Instagram-Hotspot? Na, so Instagram, ich sieht's... Ich kenne so eine Nummern tatsächlich auch noch aus meiner Jugend. Und ich finde es ganz seltsam, heute das zu sehen als Mutter. Da hat man einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache. Und ist natürlich unmöglich. Geht überhaupt nicht. Urlaub in der Filmkulisse. Dafür muss man nicht unbedingt nach Los Angeles reisen oder irgendwo weit weg. Das gibt es auch ganz nah hier bei uns in Deutschland. Reporterin Anna Kreuzberg ist auf Deutschland-Tour. Schön. Sehr schön. Ich sage die Reporterin beim Frühstücksfernsehen, das werde ich im nächsten Leben. Ach. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu Frauen und Klischees. Ich finde, wir Frauen, wir können ja auch gerne mal über uns selber schmunzeln, dass wir jetzt beim Autofahren vielleicht manchmal etwas unversierter sind als die Männer. Weil die sich natürlich auch viel mehr mit den Autos auseinandersetzen als wir. Das ist ja völlig klar. Aber die Männer, die knallen natürlich mit dem Auto auch mal schneller irgendwo noch mal dagegen, weil sie einfach anders auch fahren natürlich. Ne? Das finde ich schön, dass du versuchst, da ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen. Ich finde dieses Klischee wirklich doof. Das ist so wie diese Einparkvideos. Leider habe ich mich ein bisschen wiedererkannt. Also bei neuen Autos, das Tanken, das finde ich dann auch mal ein bisschen. Und wie geht das auf und wie geht das zu und auf welcher Seite und wie macht... Frau
hast du ein Auto. So, dann hast du ein neues Auto und du denkst, okay, wo ist jetzt nochmal der Tank? Rechts oder links? Dann machst du das einmal, hast es gesucht, danach merkst du es dir einfach. Warum? Also wie kannst du bei einem Auto, was du mehrere Jahre schon... Ja? Wo ist es? Ich weiß jetzt, links. Okay, kurz gezögert. Links. Okay, aber wie kann man da länger überlegen? Also wenn ich es einmal gemacht habe, weiß ich es doch. Also diese Frau wusste es nun nicht so richtig und hat dann irgendwie versucht, an die Zapfsäule ranzukommen. Jetzt haben wir über viele Umwege, kommen wir jetzt zum Thema. Bitte erklär. Geschriebener Krimi. Also manche Geschichten kann man ja fast nicht besser schreiben. Das ist ja alles so schrecklich und furchtbar. Und oder er selber oder wer auch immer dafür gesorgt hat. Und alle dachten so ein bisschen, hu, dann bin ich jetzt wohl den Kunden, was sie machen wollten. Und deswegen haben tatsächlich die Behörden jetzt Angst um das Leben von Ghislaine Maxwell. Weil wir haben gesehen, was mit Jeffrey Epstein passieren kann. Und im Endeffekt ist sie diejenige, die alles weiß. Es fehlen ja auch immer noch diese Bände aus diesen... Das ist nicht zu fassen, dass das... Ja, ganz ehrlich, die sollen doch mal froh sein, dass sie da noch mal so richtig abgefeiert werden. Da freut man sich doch dann drüber. Genau. Stefan Ross ist doch auch Kult. Also Geier Sturzflug, ich habe auch gerade... Wir müssen Jahre, vielleicht Jahrzehnte zurückdenken, dass wir immer über Geier Sturzflug hier berichtet haben. Aber den einen Song, den kennt man. Aber den kennen wir. Was macht eigentlich Jennifer Lopez am Unabhängigkeitstag der USA? Im Juli am eben entsprechenden... Unabhängigkeitstag. So, einen Monat vorher? Ja, 5. Juni, da sind Ann-Kathrin und Mario Götze zum ersten Mal Eltern geworden und jetzt gab es das... Passen, es gibt Sammlerstücke in Sachen Elton John. Wusstest du das, was es da gibt? Außergewöhnliche Sammlerstücke, wie eben auch Elton John es ist. In der Tat.